Wir hatten bereits diese Band auf diesem Kanal und zwar geht es um Tracheotomy. Es wird gesagt, dass diese Band ein Mix aus Molotov Solution und Suicide Silence ist und ob sie mit der neuen Single weiterhin so klingen, seht ihr jetzt im Video und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Ihr habt mich jetzt wirklich sehr gehypt, ihr habt gesagt, das ist ein richtig krasser Song. Also meine Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Die sind sehr hoch. Wir hatten die Band schon mal im Stream, es gab auch schon ein Video auf YouTube zu denen. Und zwar Tracheotomy. Deliberate Dehumanization. Let's go. Mal sehen, ob es wieder so ein Mix aus Molotov Solution und Suicide Silence ist. Ja, okay. Wir haben es verstanden. Ich verstehe, warum ihr sagt, der Song ist krass. Aber alleine, ich mache nochmal vom Anfang an, weil alleine ist es schon sehr geil. Du hast halt erstmal die Gitarre nur auf dem linken, auf der linken Seite und danach auf der rechten. Und so ein kleines Gimmick feiere ich halt einfach schon so. Und ja, die Riffs sind einfach richtig schön Oldschool Deathcore, ne? Alleine so wirklich so diese Riffs, du hast halt so diese Pinch Harmonics, ne? Und dann so diese sehr, ja, die nicht so diese richtig krassen Riffs, also die sind halt sehr simpel, aber die klingen halt einfach fett, ne? Und danach mit diesem richtig schönen Skank-Beat, das passt halt wirklich wieder so zu Suicide Silence, so zu der Self-Titled EP oder halt so ein bisschen noch so zu The Cleansing. Ah, das ist krass. Das ist wirklich gut. Geil. Vor allem auch noch, ich finde, dieser Part hat nochmal richtig krasser gehittet mit diesen Einlagen in diesem Video, ne? Der eine fing an zu moschen, der andere moscht mit seiner Gitarre, der andere macht einen Backflip oder diesen Flip mit der Gitarre oder mit dem Bass, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das war. Das ist krass, das scheppert einfach. Auch sowas sehr geil. Oh mein Gott, ich liebe sowas.
es erinnert wirklich an Chelsea Green. Aber auch so ein bisschen Rose Funeral, muss ich sagen. Ich finde, das hatte auch so ein bisschen Vibe von Rose Funeral. Einfach geil, so wirklich so diese hohen Töne, die halt gespielt werden. Und danach hast du dann noch so diese Vocals darüber. Und dann wird dieser Gitarrenpart irgendwie nochmal schneller und mehr technischer. Und dann kommen immer noch mehr Vocals. Das ist krass. Also es ist wirklich fett. Und vor allem, man sieht ja, das sind ja noch wirklich junge Typen. Ne? Also, und dann da schon solche Songs rauszuhauen, das ist halt schon wirklich krass. Also richtig respektable Leistung, muss ich sagen. Oh, das erinnert mich auch an Chelsea Green. Nee. Also, ich sag ja oft immer, dass ich großer Fan bin von Überraschungsmomenten, aber das war die, so eine, was war das für eine Überraschung? So, ja, das gab ja diesen, ja, sowas wie du jetzt sagst, ne, Nosy, Connection Lost, ne, aber ich dachte, dann wird vielleicht eine längere Lücke dazwischen geben. Und nicht dann auf einmal so dieses, ja, und dann direkt rein. Das war wirklich sehr überraschend. Aber auch da, guck mal, das ist so ein simpler Breakdown gewesen. So keine große Kunst, aber es kam einfach fett. Und solche Breakdowns vermisse ich halt einfach. So solche Breakdowns, die sind vielleicht ein bisschen schneller, aber trotzdem brutal und nicht so dieses, ey, ich spiele einen Ton innerhalb von 2 Stunden und sagen, das ist der krasseste und langsamste Breakdown, den es gibt. So. Solche Breakdowns muss es mehr geben. Aber ich verstehe, warum ihr gesagt habt, der Shepard, der Song, den muss ich mir auf jeden Fall anhören und eine Reaction dazu machen, weil ja, es ist halt genauso das, was halt Deathcore für mich ausmacht, ne? So, du hast halt schön diese, sag ich mal, sehr simplen Deathcore-Riff, die aber richtig reinscheppern, schöne Blastbeat-Parts, schöne Breakdowns, dann teilweise so ein bisschen so melodisch durch diese, Wie ist das mit diesen hohen Tönen, die gespielt wurden, so à la Chelsea Green, ne? Du hast halt wirklich so wieder diese Bands drin, so, ja, Suicide Silence, Chelsea Green, Rose Funeral, und das sind halt alles so Bands, die ich halt einfach sehr feier, ne? Und ja, fett. Also wirklich fett, richtig geiler Song. Ich hoffe, da kommt noch viel, viel mehr Krasses von dieser Band.